Das war jetzt wenig Wind. Ich habe das Gefühl, je kleiner ich zeige. Nicht Wasser! Mach Wind! Oh, Alter, ey. Nein. Vielleicht beschwert sie sich. Weil ich keinen Wind... Ich hasse dieses Minispiel. Und wir drehen uns wieder. Das war ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack, aber du hast ein bisschen die Riebseerose. Ja, 15. Meine Güte. Gib mir Tinte. Keine Tinte? Oh, schade. So, das heißt nochmal, ich versuche dich nochmal. Und danach habe ich keine Lust mehr. Das war Wasser. Das war wieder Wasser. Weißt du was? Ich probier's erst gar nicht. Die können mich beide mal. Das Spiel kann mich mal. So, danke. So, dann mach mal Nacht. Nein, so wollte ich das eigentlich nicht. Hallo? Ernsthaft, ich kann das nicht anwählen, weil die Mauer im Weg ist. Boah. Es erhält bestimmt die Stadt, wenn es angezündet ist. Ja. Das hoffe ich doch.
das Minispiel hier gerade, wenn man es so nennen möchte, ist gerade angenehmer. Sehen nur, unglaublich, die Götter müssen meinen Flehen erhört haben. Die großen Laternen haben plötzlich angefangen zu leuchten. Das muss ein Zeichen des Himmels sein. Die Götter sagen mir, dass ich Hayaso fangen soll. Er mag mit seinen Verbrechen bis jetzt in der Dunkelheit davongekommen sein, aber jetzt kann er sich nirgendwo mehr verstecken bei all dem Licht. Er muss irgendwo in der Nähe versteckt haben. Jetzt muss ich einfach auf der Lauer liegen, bis er auftaucht. Naja, es ist so schnell, dass niemand ihn fangen kann, aber vielleicht kannst du ihn ja aufschnüffeln. Und es soll ja ganz gut in sowas sein. Meine kostbare Glaso, dieser verfluchte Hayaso. Die beiden stehen immer noch hier rum. Der will immer noch zu seiner Fähre. Warte mal, die haben wir doch rechtzeitig hingebracht. Warum bist du schon wieder hier? Oh, Geist. Wayne, habe ich recht, bitte, Anna, dass du mich sehen kannst? Haha, vor allen Dingen. Also wurde der geisterhafte Wayne endlich von einem lebenden Wesen entdeckt. Und es stellt sich heraus, dass es ein süßes kleines Hündchen ist. Blitzgeist Wayne. Warum schaust du mich so an? Okay, ich habe also keine Beine. Aber das ist nicht normal für einen Geist in Nippon. Ich wurde von einem Blitzschlag getötet, weißt du. Au, es ist toll, ich habe die Hunger und ich bin auch nie müde. Es ist die ganze Zeit nur Spaß. Es gibt nur ein Problem. Ich habe festgestellt, dass es nicht immer einfach ist, ein Geist zu sein. Ich meine, eigentlich kann ich es schon ein bisschen langweilig. Kann es schon ein bisschen langweilig sein, jeden Tag nur rumzuschweben. Und da mich niemand sehen kann, ist es ganz schön einsam. Aber trotzdem macht es die meiste Zeit noch Spaß. Ich sollte in der Lage sein, meine unheimlichen Kräfte zu nutzen. Ja, erstmal gucken wir, dass wir diesen Dieb fangen. Jetzt kann ich nicht mehr auf. Kannst nicht hier, ich werde. Warum wird Tag? Wenn nicht, dass Tag ist. Ach, jetzt weh. Der tanzt immer noch fröhlich. Malen wir mal den Blitz auf seine Klamotte. Oh, du bist wieder, weißt du. Ich habe gehofft, dass du wiederkommst und mir bei meinem noch besseren Design hilfst. Ja, ja, das kennen wir alles. Er beschwert sich nur, dass es nicht mehr geklappt hat. I'm
Hilft immer noch nicht wirklich. Nö. Die warten hier alle auf den Fähreanleger. Lass uns mal Nacht bleiben. Ach ja, jetzt sind wieder die kleinen Fackeln alle aus. Er wird sich ja kaum da oben verstecken, oder? Nö, hier bist nur du. Ja. Ah, ich weiß echt nicht, wo sich der Typ rumtreiben könnte. Oh, du bist jetzt besoffen, oder? Das ist nicht gut, ich bin am Ende, komplett denke ich am Ende, Hick. Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Der Leben mag sich aus der Stadt verzwungen haben, aber mein Leben könnte nicht düsterer sein wirken. Hick, ich bin am Ende komplett und endgültig. Ich hatte endlich das Geld zusammen, um Kiko ein Geschenk zu kaufen, aber irgendwer hat mir das Geschenk gestohlen. Ohne die Chrysanthemenhaarnadel, ich bin am Ende komplett und endgültig. Doch einer, der bestohlen wurde. Oh, und hier ist Mr. Sake. Hicks, ich lasse niemals das Monster bei Festus meinen Augen. Bis ich auch das allerletzte Chance darin besiegt habe, wird es meine Reise niemals enden. Was willst du, Clifford? Willst du mein Monster bei Fest sehen? Sicher, warum nicht? Guck's dir an, das wird schon nicht schaden. Jo. Oh, das sind irgendwelche Räder oder Spiegel. Erhalten Masters Manifest. Alle Monster hier drin haben verdient, was sie bekommen werden. Und ich bin der Einzige, der es tun kann. Jo, du bist gut am Kochen. Vielleicht versteckt er sich auch nachts im Lager. Das kann doch auch sein. Vor allem jetzt, da ich es aufgesprengt habe. Wäre ein lustiger Zufall. Was ist mit dem unachtsam übereinander gestapelten Strommatten? Dieses Stroh hat einen starken Geruch. Also ja.
komme nicht hinter die Strommatten. Ich kann sie nicht zerschneiden, nichts. Abfammeln kann ich sie auch nicht. Hm. Ja, langsam gehen mir auch die Ideen aus. Die beiden kann ich nicht mit Wind überzeugen, oder? Okay. Mal überlegen, wo könnte sich unser Dieb noch verstecken? Noch nicht etwa hier drin beim Schreiner, oder? Nö. Hm. Der hat sich doch nicht hier hinter dem Felsen versteckt, oder? Oder in den Felsen. Oh, ich habe da eine tolle Idee, fällt mir gerade so ein. Aber bei Tageslicht werde ich ihn nicht mehr finden. Aber ich dachte, vielleicht werde ich die Zeit verlangsamen. Dass ich ihn vielleicht dann sehe. Aber nicht wirklich. Ich habe aber die Monsterliste von dem anderen Typ bekommen. Ja, die haben auch nichts Neues zu sagen. Hier doch irgendwas. Achso, das bist du, der rumlatscht. Naja, gut. Ich passe jetzt gerade mal. Ich will speichern und nicht dagegen dackeln.
So. Und mach erstmal einen Cut. Also bis zum nächsten Mal.